Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht's wieder um Sea of Thieves und heute haben wir zwei unterschiedliche Themen. Das erste Thema ist ein neues Behind-the-Scenes Video und zwar haben in diesem die Entwickler über die Xbox One X geredet und über die 4K-Auflösung. Die Xbox One X unterstützt ja die 4K-Auflösung, sofern ihr auch einen 4K-Bildschirm habt. Und solltet ihr einen besitzen, so werdet ihr Sea of Thieves im echten 4K genießen können. Die Entwickler sagten, es ist kein Upscaling von Full HD auf 4K, sondern es ist tatsächlich die ganz hohe Ultra HD Auflösung ist, dass das Spiel in diesen auch gerendert wird. Solltet ihr allerdings keinen 4K-Bildschirm besitzen und trotzdem auf einer Xbox One X zocken, so habt ihr logischerweise nur die Full HD Auflösung, also 1080p. Ist aber nicht weiter schlimm, denn die Full-HD-Auflösung, die quasi auf der Xbox One X herausgegeben wird, ist eine ein bisschen andere als die, die es auf der normalen Xbox One ist. Denn das Bild wird auf der Xbox One X erst in 4K komplett gerendert, also berechnet, und es wird dann so gesehen runterskaliert. Das bedeutet laut den Entwicklern, dass ihr tatsächlich trotz Ultra-HD-Texturen dann habt und das Bild quasi ein bisschen besser aussieht, als wenn es normales Full-HD wäre. Die zweite sehr erfreuliche News ist, es gibt neue Seiten aus dem Artbook, was nächstes Jahr rauskommen soll. Und diese neuen Seiten geben uns Hinweis auf die Schiffsanpassung, die es später im Spiel geben wird. Auf der neu veröffentlichten Seite sehen wir, was möglich sein wird, und zwar, dass ihr eurem Schiff einen eigenen Namen geben könnt, wie es sich denke mal auch gehört, und wo dieser Name dann im Spiel zu finden sein wird. Der Ort für den Namen wird über der Kapitänskabine zu finden sein. Ihr habt dann die Auswahl aus verschiedenen Designs, die ihr anwenden könnt, um dann euer Schiff quasi zu verzieren und einen Namen zu geben. Denn merkt euch, ein Schiff ohne Namen, wie es auf der Seite auch steht, aufs Wasser zu schicken, das bringt Unglück. Jetzt würde mich mal interessieren, was wären denn eure Namen für euer Schiff, wenn ihr in See stechen würdet? Schreibt einfach mal in die Kommentare, was eure Ideen sind, und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und ich sehe euch an Bord, euer Chef.